Hi Leute, guck mal, ich weiß nicht, ob ihr die Wohnung hier noch erkennt. Ich hatte hier mal Videos gemacht und ich bin jetzt wieder zurück hier, aber es ist alles ein bisschen anders. Und zwar ist die Wohnung jetzt keine Wohnung mehr, sondern sie ist Büro. Und hier habe ich jetzt auch einen Videoraum. Oh, das ist richtig cool. Wir bauen nämlich gerade ein Team auf, schönes Kernteam, und richten hier alles so ein bisschen ein. Und ich wollte euch da einfach mal so ein bisschen mitnehmen, erzählen, was gerade so los ist. Ich stelle das mal hier ab. Und dann kann ich nämlich in Zukunft richtig coole Videos für euch machen. Und immer, weil sonst war es auch ein bisschen Action, dass man immer wieder was aufbauen musste. Und dann, wenn man spontan Videos machen wollte, gerade mit richtig coolen, interessanten Themen, wenn die spontan auftauchen, auch in der Zusammenarbeit, es tauchen immer wieder sehr wichtige Fragen auf, die auch mit Sicherheit viele von euch kennen. Und da ist es super angenehm, wenn ich wirklich jetzt immer Videos einfach spontan aufmachen kann. Noch spontaner und ja, super spannend. Wie gesagt, also ich richte das hier gerade alles ein noch. Und jetzt geht's auch, genau, kann ich auch noch erzählen, im neuen Jahr, wir machen so ein paar Workshops, wollten starten wirklich dann Schritt für Schritt, weil das ist mir immer unglaublich wichtig. Viele, sei es, wenn sie die Ernährung umstellen, wenn sie Körperübungen einbauen, und zum Neujahr ist es ja häufig auch so, jeder will dann irgendwie alles auf einmal starten. Er macht Sport, will Sport anfangen, will das Rauchen aufhören, will Alkohol trinken aufhören, will sich gesund ernähren und sich im Fitnessstudio anmelden. Und dann wundert man sich, dass es nicht klappt, wenn man alles auf einmal macht, und denkt sich, wie können Menschen das nur durchziehen, dass sie jeden Tag solche Routinen haben. Aber der Punkt ist halt, dass es Schritt für Schritt entstanden ist. Und wenn du jeden Tag deine Zähne putzt, dann ist es für dich keine Anstrengung mehr, weil du das dein Leben lang gemacht hast. Das ist eine Gewohnheit, das ist eine Routine. Du weißt, alles ist automatisiert, du weißt jeden Ablauf. Und das ist eben der Punkt. Und wir starten dann zum Beispiel in der ersten Woche, bauen erstmal Routinen ein, Körperübungen. In der zweiten geht es dann mehr um das Körpergefühl auch noch, wie man zum Beispiel mit Monomahlzeiten gezielt herausfinden kann, was einem gut tut, was nicht, den Körper besser kennenlernen kann, wie die Verdauung abläuft und dann auch eben mit Detox-Methoden und den ganzen Geschichten, die alle mal gezielt ausprobieren. Und ja, in der Gruppe macht es einfach auch viel mehr Spaß. Man hat immer diesen Rückhalt, was ich auch gemerkt habe, wenn man diese Tiefs hat, und man ist irgendwie alleine. Und bei mir war es auch so am Anfang, wo ich zum Beispiel in die Rokos reingestartet bin, habe ich das so für mich gemacht und es war wirklich unglaublich anstrengend. Und als ich dann wirklich mir mal, ja, ich bin zu Treffen hin, jetzt war auch leider erst in Würzburg, Rokos-Potluck, könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen, könnt ihr auch mal in die Facebook-Gruppe schauen, dort poste ich immer, wenn da wieder ein Potluck stattfindet. Jetzt war ich nur häufig nicht in Würzburg, weil ich ja nicht mehr in der Wohnung hier war, aber jetzt ja wieder. Und da hilft es eben, wenn man wirklich diesen Austausch hat und den Anschluss, weil auch wenn man das Ganze in der Gruppe geht, was jetzt zum Beispiel auch super schön ist in der Zusammenarbeit, wo wir jetzt beim letzten Event gestartet haben, wo wir am Bodensee waren, und das sind im Moment so 10 Leute in der Gruppe und erweitert sich immer mehr. Und da machen wir jetzt eben auch diesen Workshop am Anfang des Jahres. Und da merkt man halt einfach, wenn in der Gruppe mal einer ein Tief hat oder so, man ist halt in dem Feld auch der Gruppe, und ja, das ist dann der Ausreißer und das zieht einen dann wieder zurück, wenn man da ein Tief hat. Aber wenn man eben alleine ist, dann versackt man häufig in so einem Tief und es, ja, ist einfach super unangenehm. Und das ist mir so oft passiert am Anfang, wo das Ganze noch nicht so gefestigt war. Und ja, das ist wirklich super schön, wenn man sich zusammentut. Und darum freue ich mich jetzt auch super, jetzt im neuen Jahr vor allem wirklich einen
super angenehmes, stabiles Kernteam aufzubauen, um euch da auch noch viel besser unterstützen zu können in der Zusammenarbeit. Ja. Und das ist gerade so am passieren und das ist einfach super schön, es ist super spannend und es ist auch einfach super schön, jetzt auch in der Zusammenarbeit. Ich habe sonst nämlich immer die Zusammenarbeit gemacht, immer nur so mal kurz vielleicht mal ein Retreat gemacht, was auch richtig cool war. Die haben super Spaß gemacht, Fasten-Retreat in Sri Lanka. Schaut euch mal das Video auf der Homepage an. Aber es war halt, weißt du, man ist dann so kurz euphorisch, man fühlt sich voll gut, auch wenn man ja, wie gesagt, fastet, Ernährung umgestellt hat, ein paar Wochen, alles super gut, alles toll. Aber dann, so auf Dauer, fällt man wieder in alte Muster, man hat sich keine Routinen geschafft oder wenn man dann auch wieder daheim ist. Und so ist es jetzt super schön, wenn man wirklich immer, ich mache es jetzt wirklich nur noch so, dass ich mindestens ja, 12 Monate eigentlich Leute begleite, dich begleite, wenn du Lust drauf hast. Und wenn ich dir da helfen kann, das können wir in einem Gespräch rausfinden, genau. Und das sieht man halt einfach über so einen längerfristigen Zeitraum, was es mal bewirken kann. Und man kann halt wirklich nachhaltig mal was verändern. Nicht nur diesen kurzen Impuls und dann geht es wieder verloren, sobald man in seinem Umfeld ist, sondern man kann halt wirklich schauen, dass man in dem Umfeld, wo man ist, sich die Routinen schafft, sich selber die Routinen, seinen Tagesablauf unabhängig von seinem Umfeld aneignet und auch das dauerhaft beibehalten kann. Zu schauen, ah, okay, wie kann ich Schritt für Schritt meine Lebensmittel ersetzen und den ganzen Prozess wirklich nachhaltig verstehen. Und nach einem Jahr ist man einfach ein anderer Mensch. Es tut sich so viel in der Zeit und all diese Themen können sich so stark festigen. Ansonsten ist es häufig, ja, dann macht man es kurz und dann lässt man es wieder und die Anfangseuphorie und die Motivation ist dann schnell wieder weg und das ist echt super schade zu sehen und man weiß, versteht oft halt auch nicht die Zusammenhänge. Es ist halt wirklich, habe ich auch gemerkt, ja, am Anfang denkt man so, man hat diesen ganzen Prozess der Reinigung vom Körper her verstanden und man hat auch viel schon mitgenommen, aber dann merkt man noch nicht, wie tiefgreifend das ist, aber wenn man immer wieder die Erinnerung hat, wenn man einzelne Themen dann noch besser versteht dabei, ja, dann ist es super schön, dann weiß man auch, ah, okay, warum ist das jetzt nach ein paar Monaten doch wieder aufgetreten, warum ist das jetzt passiert und dann werden die Zusammenhänge immer klarer und man sieht endlich dieses gesamte Puzzleteil und nicht nur diesen kleinen Ausschnitt, wo man immer, ja, nur so kurz hat bei einem Thema, wie auch in so einem Video, ja. Und das ist echt super schön zu sehen. Und ich freue mich nämlich jetzt voll auf die kommende Zeit. Jetzt auch, ja, erstmal ganz gemütlich Weihnachten feiern bei Family. Und dann, ja, dann kommt das neue Jahr und dann startet eben wirklich wieder voll, ja, die Workshops. Und freue mich da voll drauf. Und wenn du da auch noch dabei sein magst und wenn es interessant für dich ist und wenn du das sowieso schon angehen möchtest, jeder ist ja eh immer an Weihnachten motiviert, beziehungsweise an Neujahr, ne, aus uns zu setzen, dann lass es uns lieber richtig machen, nicht alles auf einmal und nur kurz und dann sich wieder verrennen, sondern wirklich gezielt, Schritt für Schritt und dann wirklich übers ganze Jahr hinweg. Das ist nämlich immer das Commitment, das da sein sollte und dann, ja, kann ich dir versprechen, wird sich dein Leben aber komplett drehen. Und ja, ich habe es einfach immer wieder gesehen, ich habe es bei mir selber gemerkt. Es ist nicht das, was du einen Tag machst. Ich glaube, Bruce Lee hat es auch mal gesagt. Ich habe nicht vor demjenigen Angst, der 10.000 Kicks einmal geübt hat, sondern vor dem, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Und wenn du einfach dran bleibst an einer Sache, dann kommst du irgendwann zum Kern. Und nicht immer wieder, wie wenn du einen Kern, ja, die Erde hast und du willst zum Kern, fängst immer wieder neu an zu bohren. So, nee, wenn du an einer Sache dran bleibst, egal was es ist, du kommst zum Kern. Und dieser Fokus, das ist das unglaublich Wichtige. Und ja, da können wir gerne, sehr gerne zusammen den Weg gehen, wenn du da auch noch Probleme hast, gesundheitlich, wenn du Heißhungerattacken hast, wenn du
dann noch nicht so recht weißt, noch unsicher bist, ein wenig unklar bist in der Ernährung und nach Orientierung suchst, dann lass uns da gerne mal sprechen. Link ist auch unten drunter in der Infobox. Und dann schauen wir einfach, ob wir dir da helfen können. Und wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mehr Videos sehen willst, schau gern mal in die Infokarten beziehungsweise abonniere den Kanal, damit du eben kein Video verpasst, kein anderes mehr. Die Glocke klicken und all diese Dinge, die du ja kennst von YouTube. So, und dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Tag und ja, eine entspannte Adventszeit. Renn nicht nur rum und besorg Geschenke, sondern komm auch mal runter, entspann dich und nimm dir auch mal Zeit für dich. Geh raus in die Welt, in die Natur und mach's gut. Bis dann, ciao.